Winter im Flüchtlingslager auf Lesbos. Es kann sein, hier kälter werden und auch es kann sein, hier Schnee kommt. Menschen sich selbst überlassen. Untergang im Dreck. Beobachter warnen schon lange. They wish to die actually. They wish to stop the pain, to stop feeling like that. Alle sind nass geworden. Warum ändert sich nichts? Wir haben uns gefragt, kann es sein, dass die Zustände so gewollt sind? Im September ist ja das größte Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln abgebrannt, das Camp Moria auf der Insel Lesbos. Wahrscheinlich habt ihr die Bilder gesehen. Anschließend wurde auf einem ehemaligen Militärübungsplatz ein neues Lager aufgezogen. Hilfsorganisationen und viele Bewohnerinnen und Bewohner sagen, die Zustände haben sich seither weiter verschlechtert. Das sind Bilder, die in den letzten Tagen auf Twitter geteilt wurden. Journalisten kommen kaum mehr ins Lager rein, werden nicht mehr reingelassen. Deswegen haben wir seit Wochen einen Bewohner für uns filmen lassen. Lager in Lesbos. Das ist meine Zelle. Drinnen alles kommt Wasser rein. Abdul spricht Deutsch, weil er schon einmal in Deutschland war. Aber dazu später mehr. Seit über einem Jahr hängt er nun hier fest. Das hier ist im Dezember. Nach 3 Monaten gibt es da im neuen Lager immer noch kein warmes Wasser, keine Duschen und selten Strom. Abdul lebt hier mit seiner Frau Sanie und seiner Tochter, die in Moria geboren wurde. Sie ist meine Tochter und sie ist meine Frau. Das ist unsere Sache. Es ist nass geworden. Ich werde die Nasensache rausholen, bisschen trocken. Die Nacht davor hat es wieder geregnet. Können Sie sehen, ja? Und das Wasser kommt alles rein. Alles sind nass geworden. Wir müssen da hier schlafen. Sie teilen sich dieses Zelt mit einer weiteren 5-köpfigen Familie. Abduls Frau Sanie hängt die nassen Sachen auf. Sie trocknen kaum. Wir haben nur eine Decke und. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Überschwemmungen nach regnerischen Tagen. Einheimische sagen, das sei aufgrund der Lage des Camps absehbar gewesen. Der lehmige Boden, der Wind, der hohe Grundwasserstand. Abdul zeigt uns, wie sich die Menschen hier auf den nächsten Regen vorbereiten. Können Sie schauen, die Leute müssen selber arbeiten wegen Zelt. Das Wasser kann nicht reinkommen, weil es kann sein, heute Abend kommt Regen. Ja, Abdul lebt mit seiner Familie jetzt mitten im Elend an Europas Außengrenzen. Dabei hat er selbst schon mal jahrelang in Deutschland gelebt. Nur die Fotos davon sind geblieben. 2015 kam er nach Deutschland, machte seinen Hauptschulabschluss, arbeitete ehrenamtlich in der Jugendhilfe. Er fand einen Ausbildungsplatz in einem Seniorenheim. Doch sein Asylverfahren endet 2018 mit der Ablehnung. Auch eine Ausbildungsduldung erhält er nicht. Er wird nach Afghanistan abgeschoben. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Über die Abschiebung dieser 69 wurde in den Tagen nach dieser Pressekonferenz groß berichtet. Auch Abduls Gesicht wurde da präsent abgebildet. Ja, einer dieser 69 war Abdul, der ist ja auch zu sehen. Und damals hieß es, dass das alles Straftäter seien, die abgeschoben wurden. Wir haben damals genauer nachgefragt und herausgefunden, dass mindestens 50 von ihnen sich nicht zu Schulden kommen lassen haben. Unter anderem Abdul. Er ist aber trotzdem in Afghanistan gelandet, hat dann versucht, sich ein neues Leben aufzubauen, hat auch geheiratet. So wie er es jetzt erzählt, ist er dann aber wieder in Probleme gekommen, wurde von einer militanten Gruppe sogar entführt, sagt er. Konnte sich dann bei einem Gefecht befreien und ist Hals über Kopf mit seiner Frau dann dieses Mal geflüchtet. Das können wir natürlich nicht prüfen. Klar ist aber, dass Afghanistan seit 2018 wieder der gefährlichste, tödlichste Konflikt der Welt ist, vor Syrien und dem Jemen. Nach dem Brand haben wir zum ersten Mal Kontakt zu Abdul. Da ist er schon tagelang obdachlos. Ein Kollege filmt. Ich wohne hier seit 4 Tagen und Nacht, ja? Ja, Digga, ja. Ganz Tag und Nacht scheinbar im Tochter. Wir haben hier keine Decke, Wasser, nichts.
können Sie hören. Sie hatten mehrere Schmerzen, meine Tochter. Ja. Was die Kleine hat, wissen Sie da noch nicht. 10 Tage später, sie sind mittlerweile im neuen Lager untergebracht, das sie nur noch selten verlassen dürfen. Der Kameramann trifft sie für uns vor dem Gelände. Ich bin in diesem Moment am Telefon und gebe meine Fragen durch. Okay, Armin, bist du dabei? Hey. Was hast du gedacht, als du das Video gesehen hast, wo Seehofer gesagt hat, dass er zu seinem Geburtstag... Es hat mir wehgetan und ich hatte gedacht, dass warum ich habe ohne Schuld werde abgeschoben. Wenn ich konnte in Afghanistan leben, vor 2. Mal, ich wollte nicht wieder flüchten. Aber ich konnte nicht leider in Afghanistan leben. Abduls Tochter ist da 6 Monate alt. Unter den schlechten Hygienebedingungen hat sie eine Hautkrankheit entwickelt. Seit dem Brand fehlt es der Familie an allem, auch an Essen. Sie sitzen wie tausende andere hier fest. Mittlerweile seit über einem Jahr. Ich schirme vor meiner Tochter, wie ein Vater bin ich, dass ich kann nicht helfen vor meiner Tochter, ja? Er filmt von da an immer wieder für uns. 5 Stunden Schlange stehen für die damals einzige Mahlzeit. Keine Duschen, zu wenige Toiletten für zu viele Menschen. Und in den Monaten darauf wird es nicht besser. Wir bekommen weitere Bilder von anderen Bewohnerinnen oder NGOs. Bei starkem Regen sind Teile des Camps überflutet. Es gibt nur wenige Stromgeneratoren. Ab 18 Uhr wird es stockdunkel. Deswegen kochen die Bewohner an den wenigen Generatoren oder auf offenem Feuer. 2 Mahlzeiten am Tag werden ausgeteilt. Kalt. Viele versuchen deshalb, sich von dem wenigen Geld, das sie haben, selbst zu versorgen. Im Dezember sind die Temperaturen mitunter einstellig. Warmes Wasser gibt es da immer noch nicht. Griechenland hat seit 2015 insgesamt 3 Milliarden Euro von der EU bekommen, auch für die Versorgung der Geflüchteten. Im November gab es eine Finanzhilfe von 5 Millionen Euro allein für dieses Lager. Trotzdem sind die Menschen zum Improvisieren gezwungen. Ein Schlafsack als Tür, für ein bisschen Privatsphäre, zumindest für die Frauen. Auch fließendes Wasser- und Abwassersysteme müssen improvisiert werden. Das Camp verlassen dürfen die BewohnerInnen nur einmal in der Woche, für wenige Stunden. Hoffnungslosigkeit macht sich breit, auch Spannungen im Camp. Nach dem Brand in Moria vor fast 4 Monaten hat Deutschland zugesagt, 1553 Menschen von den griechischen Inseln aufzunehmen. Wir haben mal nachgefragt, was daraus geworden ist. 291 Menschen von diesen über 1500 wurden bisher tatsächlich nach Deutschland geholt. Das Bundesinnenministerium sagt dazu, alle Akteure arbeiten mit Hochdruck und Umsicht an der Umsetzung der Aufnahmen. Allen Personen, deren Übernahme aus Griechenland die Bundesregierung zugesagt hat, soll zeitnah eine Einreise ermöglicht werden. Die Bundesländer wären sogar bereit, mehr als 3700 Menschen aufzunehmen. Das Bundesinnenministerium ist aber dagegen, dass Deutschland vorprescht, weil man eine gemeinsame europäische Lösung möchte. Die gibt es aber bisher nicht. Nun überwintern die Menschen in Zelten, die an regnerischen Tagen so aussehen. Manche hier warten seit über einem Jahr auf ihre Anhörung im Asylverfahren. Ich bin mit Katrin Glatzbuber verabredet. Sie behandelt zusammen mit ihrem Team von Ärzte ohne Grenzen die Menschen vor Ort. Also wenn Sie diese Zustände sehen, was denken Sie da, wo die Gesundheit der Menschen gefährdet ist? Die Gesundheit der Menschen ist auf viele verschiedenen Ebenen gefährdet. Erstmal, die Sanitäranlagen gibt es nicht. Es gibt Menschen im Lager, die seit 3 Monaten nicht geduscht haben. Deswegen gibt es auch überall die Plätze. Nachts ist es sehr kalt. Viele versuchen dann im Zelt irgendwie das zu heizen mit kleinen Gasbrennern. Und was wir eben sehen, ständig öfter, ist, dass auch Kinder drüber stolpern. Es ist sehr eng im Zelt.
und dass wir sehr viele Brandwunden deswegen behandeln müssen. 2016 starben in Moria zwei Menschen bei einem Brand, ausgelöst durch einen Gaskocher im Zelt. Mehrere Geflüchtete erfroren in den vergangenen Jahren im Winter. Auf dem ehemaligen Militärgelände finden die Menschen immer wieder Munition, wie diese Mörsergranate. Hochgespült von den Überschwemmungen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnt seit Monaten vor möglichen Bleivergiftungen. Das griechische Migrationsministerium sagt, es bestehe keine Gefahr. 7500 Menschen leben im Übergangscamp Karatepe. Moria galt schon als das Camp mit den schlechtesten Bedingungen in Griechenland. Doch dort konnten sich die Menschen zumindest selbst helfen. In Moria kam, wir konnten eine Holzhütte bauen, aber hier in das neue Lager, wir dürfen nicht. Es kann sein, hier kälter werden und auch es kann sein, hier Schnee kommt. Auf 20 Personen im Lager kommt ein Dixi-Klo. Neuerdings gibt es 24 Duschen mit warmem Wasser. Doch die wurden nicht von den Behörden organisiert, sondern von Helfern aufgestellt. An Spenden fehlt es nicht, aber die Hilfsorganisationen können auch nicht an den Behörden vorbei für die Struktur sorgen, die staatliche Aufgabe wäre. Über die Situation in Moria ist ja seit Jahren immer wieder berichtet worden. Trotzdem hat sich nichts verbessert, eher sogar verschlechtert, wie jetzt in den letzten Monaten. Da fragt man sich, warum ist das so? Und darüber möchte ich jetzt gleich mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus sprechen. Der hat jahrelang in erster Reihe auch die Bundesregierung beraten, in Fragen der Migration, auch die EU. Und der wird uns sicher einiges über die Hintergründe erklären können, warum trotz allem die Situation so verheerend ist gerade. Ja, hallo, Herr Knaus. Hallo. Ja, wunderbar, mit der Weltkarte im Hintergrund. Nach 4 Monaten gibt es auf Lesbos jetzt immer noch kein warmes Wasser, keine Heizungen und die Zelte sind undicht. Woran fehlt es, um da die Situation der Menschen zu verbessern? Es fehlt nicht an Geld. Griechenland hat mehr Geld von der EU bekommen als jedes andere Land. Es fehlt auch nicht an Aufmerksamkeit. Keine humanitäre Katastrophe an Europas Außengrenzen wurde so oft beschrieben. So viele Bilder, auch in den Medien, transportiert, so viele Warnungen. Wenn aber Geld da ist, wenn die Aufmerksamkeit da ist und die Zustände trotzdem so bleiben, ja, sich sogar verschlechtern, dann gibt es nur eine logische Folge. Wir müssen annehmen, das ist so gewollt. Es ist eine strategische Entscheidung, genau durch diese Bilder von Menschen, die leiden, andere davon abzuhalten, zu kommen. Das ist derzeit die Politik der Europäischen Union. Und was ist mit der gemeinsamen europäischen Lösung, auf die das Bundesinnenministerium sich beruft? Man wird nicht eine Lösung zu 27 in der EU finden. Und hier ist auch die moralische Frage, will man nur dann Empathie empfinden und daraufhin handeln, wenn es alle tun? Oder ist die deutsche Gesellschaft, sind deutsche Politiker bereit zu sagen, wir sehen Elend, das wir vermeiden könnten? Und wir handeln zusammen mit anderen, die bereit sind zu handeln, im Notfall auch als Koalition. Und sich da nicht hinter einer nicht erreichbaren und nicht realistischen sogenannten europäischen Lösung zu verstecken. In der akuten Situation jetzt müsste das Lager evakuiert werden, meint Knaus. Gleichzeitig braucht es eine langfristige Strategie. Vor allem schnellere und faire Asylverfahren. Außerdem Rückführungsabkommen, Hilfen vor Ort und mehr direkte Aufnahmen aus Krisengebieten. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Also, alles Gute. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Ciao. Die Vorwürfe sind ziemlich hart. Mich hat schon überrascht, dass er, der ja sehr gute Beziehungen hat, auch zur Regierung, auch zur europäischen Politik, so klar den Vorwurf formuliert, dass es für ihn so klar ist, dass es um Abschreckung geht, dass es so klar ist, dass eigentlich täglich die EU und Griechenland Menschenrechte verletzen, sich nicht an die Flüchtlingskonvention halten. Das fand ich schon überraschend. Sind die Zustände auf Lesbos also die eigentliche europäische Lösung, nämlich Abschreckung? Das griechische Migrationsministerium beantwortet unsere Anfrage nicht. Das Bundesinnenministerium sagt, ein deutsches Vorpreschen wäre falsch, weil sich andere EU-Länder dann aus der Verantwortung ziehen würden. Und die EU-Kommission verweist darauf, dass bald ein neues Camp nach EU-Standards gebaut werden soll. Im September. Also in 9 Monaten.
Mehr als 2000 Kinder leben im Camp. Viele von ihnen haben seit mehr als einem Jahr keine Schule besucht. Ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Hier spielen sie im Abwasser. Einmal in der Woche dürfen die Kinder für eine Stunde in eine Spielgruppe außerhalb des Camps. Diese Aufnahmen sind von Ärzte ohne Grenzen, die auch mit der Mutter dieses Mädchens gesprochen haben. Im vergangenen Jahr behandelten sie hier zunehmend Kinder mit psychischen Problemen. 49 mit Suizidgedanken oder Versuchen. The most severe cases are related to isolation and to not want to leave. You know, they want to stay inside the tent. They don't want to have any social communication and relationship with any other person. They wish to die. Actually, they wish to, you know, to stop the pain, to stop feeling like that. An Heiligabend rufe ich Abdul an. Weihnachten weckt auch bei ihm schöne Erinnerungen. An die Christkindlmärkte in Bayern zum Beispiel. Jetzt sitzt er mit seiner Familie im Zelt. Salam alaikum. Tschüss. Guten Abend. Guten Abend. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was du jetzt heute gemacht hast? Am nächsten Woche, ich glaube, kommt Regen und deswegen wir viele Leute haben Angst gehabt, wie ich auch. Und wir haben etwas Stein oder Erde gebracht vor dem Zelt. Morgens früh, ich musste mit meiner ganzen Familie zum Arzt gehen wegen Juckreiz. Und ich hatte Juckreiz gehabt und dann kommt zu meiner Frau auch und meine Tochter auch. Salam. Steine sammeln an Heiligabend gegen Wind und Regen. Immerhin, die Salbe für die Salam Tochter hat geholfen. Ihre Haut sieht mittlerweile besser aus. Und ein paar Weihnachtsgeschenke konnte eine Hilfsorganisation im Camp doch verteilen. Eine Woche später, der Silvesterabend. Es gab noch keinen Schnee, dafür wieder umso mehr Regen. Abdul filmt jetzt kaum noch für uns. Er sagt, er habe gesehen, dass andere Campbewohner beim Film Ärger mit dem Sicherheitspersonal bekamen. Normalerweise darf ich nicht filmen, aber... Wir wollen ihn nicht in Schwierigkeiten bringen und bitten ihn nicht um weitere Aufnahmen. Auch andere berichten uns von Einschüchterungen, wenn Bewohnerinnen die Zustände filmen. Warum das passiert? Auch darauf bekommen wir vom griechischen Migrationsministerium keine Antwort. Stunden später, der Jahreswechsel aus der Camp-Perspektive. 2021. Ein Video eines Instagram-Kanals, der den Alltag der Camp-BewohnerInnen sichtbar machen will. Die Bewohnerinnen und Bewohner versuchen derweil, sich einen Alltag zu schaffen, sich abzulenken. Doch gegen solches Wetter sind sie machtlos. In den letzten Tagen hat es wieder geregnet. Auch die Holzpaletten, die viele mittlerweile unter die Zelte gelegt haben, helfen nicht. Und in den nächsten Wochen soll es deutlich kälter werden. Die
Die Hälfte der rund 15.000 Menschen auf den griechischen Inseln stammt aus Afghanistan, so wie Abdul. Viele sagen, in unserem Land herrscht seit 40 Jahren Krieg, es ist unsicher und nicht mehr lebenswert dort. Auf der anderen Seite haben auch Kritiker nicht Unrecht, die sagen, es sind nicht alles politisch Verfolgte, die es nach Europa schaffen. Aber deshalb auf Abschreckung setzen mit diesen Zuständen? Was denkt ihr über die Situation auf Lesbos? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Mehr zur europäischen Lösung, die es seit Jahren nicht gibt, haben unsere Kollegen von Die da oben zusammengetragen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut euch mal die Reportage von meinem Kollegen Süleyman an. Der war im Krieg in Syrien, eingeschlossen in seiner Heimatstadt Homs und hat das alles dokumentiert.